Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr Synology DSM aktualisieren könnt. Entweder manuell oder per Update. Dies ist recht einfach. Wir gehen einmal in die Systemsteuerung rein, gehen auf Aktualisierung wiederherstellen. Solange ihr einen gültigen DNS-Server habt, zeigt er euch die verfügbare Update-Version an. In dem Fall habe ich hier eine virtuelle DSM-Oberfläche und habe aktuell Version 7.1.1 installiert. Verfügbar ist 7.1.1 Update 5. Ich habe mir aber direkt schon mal das Aktuellste runtergeladen. Das heißt, wenn ihr auf Virtual DSM bzw. auf Synology geht, könnt ihr über sonstige Virtual DSM auch die aktuellste 7.2 Version runterladen. Das heißt, ihr wählt einfach die installierte Version. Das ist in dem Fall die hier. Und wir möchten gerne die aktuellste 7.2 Version installieren. Dann springen wir einmal wieder rüber, haben die Datei im Downloads-Ordner und möchten gerne über manuelle DSM-Aktualisierung das Update einspielen. Sonst würdet ihr auf Download und später auf Installieren drücken. Das heißt, wir gehen jetzt auf manuelle DSM-Aktualisierung, gehen auf Durchführen, Durchsuchen, sorry, Downloads und würden jetzt einmal auf das File, genau, dieses DSM-File gehen, würden einmal auf OK bestätigen. Jetzt wird er gleich noch eine kurze Info geben. Wichtig ist, die Virtual DSM ist natürlich viel langsamer, weil die nur zwei Kerne und 4 GB RAM zugewiesen hat. Im Vergleich zu eurem normalen NAS-System, was im Normalfall mehr Leistung hat. Jetzt zeigt er ganz normal die Zeit, die es dauern würde. Wenn ihr noch ein iSCSI-Volume habt, wird das natürlich diesbezüglich getrennt in dem Zeitraum. Gehen auf Ja. Und jetzt würde ganz normal das DSM auf dem Synology NAS oder in dem Fall in der virtuellen VM aktualisiert werden. Ja, danach startet er ganz normal wieder hoch und ihr könnt euch anmelden. Kommt noch der 10-Minuten-Counter. Der kann natürlich auch schneller gehen, je nachdem, was ihr für Ressourcen im NAS habt. Ob jetzt nur HDDs oder auch SSDs oder ähnliches. Der braucht halt seine Zeit, um wieder hochzufahren. In dem Fall wäre das schon gewesen. Bei Fragen und in die Kommentare. Von Daumen hoch bin ich auch frei. Dankeschön.